Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Layers of the Inheritance. Ich weiß nicht, welche Folge das ist. Ja, ist auch egal. Wir machen jetzt das Ende von der Mutter. Bedeutet, wir. Moment, können wir uns eigentlich sehen? Natürlich nicht. Bedeutet, wir tun nicht das, was unser Dad möchte von uns. Das war ja ein Bild. Das ist ein Bild. Okay, ja, das erste. Ich habe das Wrong gerade with ein this bisschen thing? angespielt. Aber weiter habe ich nicht weitergemacht, weil ich das auch sehen wollte. So, mal All gucken. right, young lady. Shall we continue? Right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Now, where was I? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner. And yet, she did not dare to move, for she knew that that would be the end of her. The princess heard a fearsome growl. The witch had a... What the fuck was jetzt As the princess moved, the growl got louder. Hallo? Was ist mit dem Look at me! Sorry. Was war das denn? Ich konnte gerade wirklich meinen Controller nicht bewegen. The hellhound. The monster sniffed at the air. Its perky ears wary of even the slightest sound. The princess remained motionless, letting the monster pass. There was a stillness in the air. The princess breathed a sigh. Do you want this story to have a happy ending or not? More aggressive. Oh, god damn it! Not again! Fine! Because the princess wouldn't stop fidgeting, she was set upon by the evil witch's minion and dragged off into the darkness, never to be seen again. The end. Na gut. My fault. It was always my fault. All I had to do was stay still, day after day, for hours on end, until he would finally get it right. I've lost count of how many attempts there were, but each one made me feel like I was his greatest failure. Ja, die Sache ist, ich wollte ein bisschen weiter gucken, allerdings, ja, hat der Vater schon so gesagt, nee, nicht schon wieder, ach, nicht schon wieder. Und hat dann das Ende der Geschichte erzählt. Ja, wir schauen uns trotzdem mal die Bilder von der Mom an. Was der Vater, was der Dad für sie gemacht hat. Ja, zu viele Bilder von ihr. Okay, wir gehen jetzt zum Büro. Und da gehen wir von der Mom den Weg. Mal schauen, ob sich das Dings verändert. Den Brief. Und mal schauen, was hier passiert, weil ich war hier echt lange nicht. Ich bin ja echt lange nicht mehr diesen Weg gegangen. Okay. Okay. Passiert auch hier gut. Hey there. Oh, come on, don't be afraid. It won't bite. Here, try for yourself. Bin ich mir nicht sicher, machen wir mal. No, no, that's not quite right. Still not quite there. Ja, los, mach schon. You know what? I have an idea. Go get your crayons. Ohne Scheiß, das ist ein Kind, ja. Ich weiß nicht, wie viele Jahre alt das ist. Ich schätze mal so 5 oder 6, ja. Und die haben solche Ansprüche, also der Vater solche Ansprüche auf das Kind. Das finde ich nicht so gut. So.
Platz. Oh, das war knapp. Kreis. Dann bestimmt Dreieck. Und Kreis und X. So. That's actually not bad. Look at you, young lady. It looks like talent runs in the family. Das wird auch übermalt. Okay. Sonst, hallo. Okay. Mal schauen, was jetzt kommt. Ah, jetzt kommt der Hund. Gerade hier irgendetwas passiert. So. So. Das war klar. Ich finde das immer noch cool, wie wir gehen, und zwar in den, als wenn wir eine Ratte oder irgendein kleines Kind. Aber ich höre ja Schritte, also sind wir ein Kind. Naja, gut. Wir gehen hier einfach mal weiter. Weil die Erkenntnis ist dann vom Vater und brauchen wir ja nicht hören. Krass! Guck mal, wie krass das geworden ist. Kann man die Vase umstürzen? Nee, aber das Licht ausmachen geht auch nicht. Okay, vielleicht ist hier was drin. Bin gespannt, wenn wir auch neue, also Dateien, Notizen finden. Wäre cool. Okay. Das sieht auch geil aus. So, dann wollen wir mal weiter. Schade, ich dachte, das verändert sich ein bisschen. Na gut. Zurück können wir natürlich auch nicht hundertprozentig. Nein. Gut. Hier hätte ich schon mal geguckt. Nee. Schaue ich mir mal die... Das war das, ne? So, the burning in my eyes. Hier kommen wir dann natürlich nicht weiter, wenn wir Hehehehe.
Sag mal. Es kommen. Hä? Das ist ein Spielefehler oder was? Aha. Auch nach hinten, nach unten ziehen ist voll. Das ist doch geil. Und das da auch. Naja. So, den letzten Schnipsel los. Kurz gucken, wenn sich da unten was verändert hat. Ich denke nicht, aber naja, sicher, sicher. Ne? Nein. Hier ist bestimmt immer noch das Bild von der Socke. Okay, weiter geht's. Moment, ich wollte noch kurz was gucken. So, wo, von wo strahlt es? Nee. Und weiter geht's. Bis jetzt sieht fast alles gleich aus, als würde ich das so wie mit dem Dad machen. Nur halt der einzige Unterschied ist, dass das Bild von dem Vater kleiner wird. Ja. Dass die Notizen bestimmt geblieben sind, was ich schade finde. Aber egal, das Spiel macht Spaß und darum geht's ja. Kann ich eigentlich durch ohne das? Oh! Gehen wir weiter geradeaus. Ist hier irgendetwas noch zu begucken? Geht das an? Alles doof. So, boah, cool. Guck mal, vom Dad ist das jetzt das klein, also nur klein. Hier hat er seine Flasche, hier ist nichts Interessantes. Bei der Mutter sieht das schöner aus. Guck mal, da ist die Geige oder Violine oder wie die heißt. So, und hier ist natürlich nichts drin. So. Das können wir auch nicht. Okay, cool. Weiter geht's mit der Mutter. Scheiße, ich habe schon wieder den Timer vergessen. Von meiner Uhr. Oh, das war knapp. Thank you.
Angriff aber nicht gut. Naja. Das Scooter nur. Aber vielleicht hat sich hier auch was verändert. Das Bild ist gleich geblieben. Okay, weiter geht's. Ach, ah, jetzt ist er da. Ich dachte, du bist sick. Du bist insane. Du denkst nicht gerade. Wow. You're right. I am sick. I'm sick of you not being there for us. We need you. I need you. When was the last time you slept with me? Christ, when was the last time you even touched me? Do you know what that does to me? To know that my own husband is disgusted with me? Well, excuse me if I've been too busy working my ass off trying to provide for this family. But no, you're right. It's much more important to whisper sweet nothings in your ear. You call that work? You lock yourself in there for hours, days. You come out looking like shit, stinking of booze and stale piss. Ah, scheiße, ich hab grad konzentriert auf. Na egal. Das verändert sich bestimmt nicht. Oder doch? Ja. Na nochmal, ja, sorry, Mr. Scooter, komm. Diesmal passiert aber auch. Das war echt kacke. Na los. Ja, geh doch! Hä? You're sick! You're insane! You're not thinking straight! You're right! I am sick! I'm sick of you not being there for us. We need you. I need you. When was the last time you slept with me? Christ, when was the last time you even touched me? Do you know what that does to me? To know that my own husband is disgusted with me? Well, excuse me if I've been too busy working my ass off trying to provide for this family. But no, you're right. It's much more important to whisper sweet nothings in your ear. You call that work? You lock yourself in there for hours, days. You come out looking like shit, stinking of booze and stale piss. Oh. Alter, sieht das geil aus. What? Oh, that's all right, honey. Something got into Mommy's eye, that's all. You be a good little girl and go to sleep. Daddy's working, so we can't disturb him.
Mommy has to go downstairs and take a bath. I love you. Oh. More than a wife, she was first and foremost his muse. Her beauty and talent drove him. After the accident, she became a burden. A disgusting monster screeching out from her bed. An anchor weighing him down. Oh, guck mal. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Lass mal gucken, wenn sich das verändert hat. Okay. Nö, das hat sich wohl nicht verändert. Okay. Gut. Ja. Das, müssen wir das machen, die Erinnerung? Nee. Ja genau, machen wir die ganzen Erinnerungen, allerdings nicht das, was unser Dad will. That dog better not be where I think it is. Get the hell off! I told you not to spoil that fucking mutt! Wenn ich das höre mit den Kötern, ne, dann kriege ich auch Aggression, ja. Ich mag das Wort nicht, Köter. Hey, Leike, du rutschst immer mehr ab. Weißt du das? So. Huh. I don't remember that being there. I can hear you out there. Please, please help me. It hurts. Oh, it hurts so much. I can't take it anymore. Was ist das für ein yes. Bild eigentlich? Thank you. Ach so, oh. It's so good to feel that there's still beauty in this world. Ich hoffe, ihr konntet es erkennen. Und zwar, ein Mann hat eine Frau gerade, also ein Mann wollte gerade eine Frau umbringen. Nicht so gut. So, ich sag am Ende was. Zu dem Ganzen. Ugh, it reeks in here. I swear, that dog doesn't shut up! What? Quit looking at me like that. That dog is there for a reason. All right. You can let him out. For now. Okay, das wollen wir ja nicht öffnen. Still life. This is a mess. I can hear you in there. I'm coming, you furry little bastards. You're not getting away this time. What the hell are you doing in there? Get out! Ja, was cool wäre, was ich vollkommen vergessen habe, so nah an der Tür zu sein, um zu gucken, wenn der Dad dann vor uns steht, aber naja. Mach das, glaube ich, nach dem Part hier. I told you never to come down here. Okay, oh. Ja, das letzte ist jetzt mit dem Studio. Mal schauen, was da auf uns zukommt. War irgendwie gerade, naja. Nicht so wie ich wäre am besten dort stehen geblieben. I wonder when was the last time this place saw sunlight. Thank you.
What are you doing? Put that down! You're much too old for that childish nonsense! Creativity is not a toy, it's a gift! Do you want to squander it like all those careless brats out there? I warned you time and time again! I won't let you waste time in these mindless doodles! This is for your own good! Ah! Wo ist die andere Kreide? Nee. Hier vielleicht? Nee, hier war ja das Bild. Ja, hier. Da richtig drauf gehen, auch noch, auch nicht schlecht. Mal schauen, wenn sich das verändert. Schwebt so ein bisschen, also das Bild besser nicht schwebt. Ah, da ist er. Habt ihr den gesehen? Sondern schwummerig das Bild. Ja. Ach, hier ist was. Hallo. Are you trying to annoy me? This is not what I've taught you. Ich habe ja sonst als Kind nichts zu tun, um mich zu ärgern. Gut. Die Bilder sind ja gleich geblieben, oder? Ach nee, ist jetzt weg. Egal, scheiße. Wir müssen die Bilder bestimmt nicht aufsammeln, um das Ende zu bekommen. Weil so wie ihr gesehen habt, das eine Ende müssen wir auch nichts aufsammeln. You think I'm enjoying this? You think I'm doing this out of spite? Get it right next time and I won't have to fix it for you. Falsch. Das war das richtige Ding. Ja, da wo es regnet. Genau, und hier kann ich ja direkt, wenn das sich von selbst dreht, schnell nach hinten gehen. Oh, das kommt direkt vor mein Gesicht. You're doing this on purpose, aren't you? In VR wäre das Spiel auch nicht schlecht. Diesmal lass mich nicht erschrecken. There! I hope you're satisfied with yourself. Stop crying! We'll pick this up tomorrow, and I swear to God,
I better start seeing some progress. Looking back, I don't think my father ever really wanted a child. It's no wonder I was never truly allowed to be one. No, no, what he wanted, above all things, was a successor. Someone to carry on his legacy. Anything else was just a distraction. Ja. Gut, ich hoffe, wir haben das Ende jetzt. Das wäre cool. Schauen noch kurz, wie viel Zeit uns bleibt. Och, geht ja noch 28 Minuten. So. Schauen wir mal. So, after all this time, after all I've been through. Stay here. Your mother and I need to talk. This is all you have for me? And of all places, you chose this room. You think I don't hear that? Stop crying! Don't make me come in there! So many memories. This one room, filled with more memories than I can count. I thought I told you to be quiet! Oh, the lovely memories. I imagined him standing there, all smug and pleased with himself, thinking this piece of canvas was somehow going to fix everything. I imagined what I would say to him, what I would do. Why, Daddy, you shouldn't have. You really shouldn't. Ja, das war das, ich glaube, Mutterende. Auch ein, das scheint mir ein negatives Ende zu sein. Ich habe das lange nicht mehr gesehen und ich fand das auch sehr interessant. Was wir bei diesem Ende herausgefunden haben, ist, dass halt der Vater der Böse war. So wie es auch im Endeffekt, denke ich mal, war. Das finde ich richtig schade von dem Vater, weil er, upsala, danke. Weil er wollte halt, der wollte sein Kind so erziehen, dass sie auch eine Künstlerin wird. Und das ist wohl voll in die Hose gegangen, weil das Kind wollte keine Künstlerin sein. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil wenn einen diese, wer ist das? Dieses Künstlerding penetrant in beigebracht wird, dann hat man auch keinen Spaß dran. Man sollte Spaß haben an das, was man ja machen möchte, ne? Und nicht an das, was man nicht machen möchte. Deshalb möchten ja auch viele nicht ihren Hobby zum Beruf machen, weil entweder machst du ein Hobby aus Spaß oder du machst dein Hobby dann zur Arbeit und das wird stressig und das macht dann keinen Spaß mehr und das ist nicht so toll. Ja, eins wollte ich noch sagen, und zwar das Ende beim Büro. Falls euch das auch gefallen ist, bei dem Hauptspiel haben wir ein Messer gefunden. Ich glaube, das war in der Badewanne oder was wir halt dort erkannt haben, und zwar, dass die Mutter sich umgebracht hat mit dem Messer. Ja. Deshalb hat sie gesagt, ich werde jetzt ein Bad nehmen. Ich liebe dich. Ja, und mit diesen abschließenden Worten mache ich da auf jeden Fall weiter, weil ich was schauen wollte. Ja, das Add-on geht zwar nicht so lange, allerdings ist das richtig schön zum Hauptspiel.
erklärt, weil halt viele bestimmt Fragen hatten und ich hatte auch viele Fragen. Und ja. Ich fand das Ende auf jeden Fall gut, obwohl das traurig ist, weil die Tochter erkannt hat, was der Vater für ein Monster war, und die Mutter hat alles Mögliche für sie getan. So wie diese eine Szene bei diesem Büroabschnitt, wo du halt mit Mr. Scooter entlang gegangen bist. Und Moment. Und die hat ja gesagt, du schläfst nicht mehr mit mir, du fässt mich nicht an, du siehst mich nicht mehr an. Und so wie wir im Hauptspiel gesehen haben, die haben sich ja nur unterhalten durch Briefe oder durch Zettel. Und das ist ja auch nicht so toll. Und ja, ich fand das Ende gut, obwohl unsere Charakterin gestorben ist. Aber vielleicht hat sie damit auch ihr Frieden gefunden. Gut, was ich gucken wollte, genau, war hier. Das mit dieser. Oh, this place is a mess. Ja, los, komm. I can hear you in there. I'm coming, you furry little bastards. You're not getting away this time. What the hell are you doing in there? Get out! Aha, das ist ja blöd. Also war es vollkommen egal, weil wir doch am Ende dort waren. Super. Okay. Dann den Keller. Einfach da stehen bleiben und mal gucken, was passiert. No, that's not how it went. Maybe. No, that's not right. Oh, God damn it! Why can't I remember? I told you never to come down here! Aha. Okay, das war ja auch gleich. Allerdings haben wir mitgehört, wie er diese falschen Noten gespielt hat. Ja. Deine Frau konnte besser Piano spielen und du hast sie in den Selbstmord getrieben. Naja, sozusagen, es war ja ihre Entscheidung, sich umzubringen und nicht deine. Gut, ich wollte das hier noch ein bisschen angucken. Right, young lady. Shall we continue? Right. Ja, können wir. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Machen wir. Now, where was it? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. And yet, she did not dare to move, for she knew that that would be the end of her. The princess heard a piercing growl. The witch had unleashed her familiar, the hellhound. The monster snuffed the air, its perky ears wary of even the slightest sound. The princess remained motionless, letting the monster pass. There was a stillness in the air. The princess breathed a sigh of relief. For a moment, it seemed like the worst was behind her. And yet she knew that it was not over. There was still danger nearby, waiting for her slightest move. Frozen in terror, she kept looking straight ahead. Suddenly, she heard a terrifying cackle. It was the evil witch herself. The wretched thing despised beauty and innocence, for she had neither.
Don't you look away. Ja, ganz ruhig. The hag was near, just outside of view, but our heroine didn't dare to look. She had to keep her head straight, genau, das war die Frage. Lest she be cursed by the witch's foul magic. She could almost feel the chilling touch of the witch's hand at her neck. She felt the sudden urge to run away, but fought it with all her will, for she knew that was precisely what the witch would have wanted. And then, just like that, the chill was gone. She saw a glimmer of light over the horizon. Almost there. And there. The princess stood triumphant in the sun, smiling as she... Wait. That's not right. Her face. Why is she still... scared? Oh, okay. God. I didn't mean to... What? Princess, I am so sorry. Was ist das? Warum blinkt das so? Wir haben 3:39 Uhr. Ja, geumordnet. It's not that he was cruel. Okay. It's just that... to him, reality was just a pale reflection of art. He was blind to the world. Unless it was translated to him through a canvas. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Ich habe mir das auch noch nicht ganz angeguckt mit dem Bild, also mit dem Porträt stehen. Ja, und das war's damit. Layers of Fear Inheritance. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn ihr durchgehalten habt bei den ganzen drumherum. Das, ich glaube, das ist die 8. Nee, das ist die 13. Folge. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall irgendwas mit 10 und noch eine Zahl dahinter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Sulu Casbit. Viel Spaß noch. Ciao.